explodierst du jetzt wenigstens nicht mehr. Das ist die nächste Frage. Das Ritual ist abgeschlossen, ja. Und ich zeig den kleinen Stein. Ich muss ihn mir nur noch einfassen lassen. Aber ob es geklappt hat, finden wir erst heraus, wenn du nicht erst herausfinden. Das ist beunruhigend, aber ich mag beunruhigende Dinge. Wenn du explodierst, dips auf alles, was übrig bleibt. Sonst keiner? Sehr. Gut, dann... Wenn, sollte ich explodieren, dann hoffe ich, dass ich nahe genug an euch stehe, dass ihr euer Versprechen nicht einlösen könnt. Aber können wir an der Stelle festlegen, dass hier niemand explodiert und irgendwie sollten wir uns darum kümmern, dass das so bleibt? Also, dann sollten wir vielleicht dafür sorgen, dass wir unsere Steine finden. Ich weiß nicht, wer von uns als nächstes einen kleinen Anfall erleidet und anschließend in kleine Stücke zerfetzt wird. Deshalb würde ich jetzt sagen, sollten wir mal überlegen, wo wir jetzt als nächstes hin sollen. Deshalb werde ich euch auch begleiten und nicht hier bleiben. Ich würde auch mitgehen. Ich würde auch nicht hier bleiben, muss ich ehrlich sagen. Wobei, wenn ihr mir nochmal in die Krypta lasst, dann kann ich vielleicht noch ein, zwei Täckchen unter der Erde verweilen. Der Weg, den ihr aus der Stadt nehmt, Magier, führt am Rheinstadt, aber ein ganzes Stück vorbei. Ich kann eventuell dem Friedhofswächter nochmal helfen, weil wir haben ja einige Leichen fabriziert. Vielleicht könnte ich, braucht er noch einen Praktikanten? Crook muss ich mal fragen. Wird auch ohne euch zurechtkommen. Der war schon da, als mein Vater noch jung war. Der wird es schon hinkriegen. Es hört sich vielleicht etwas komisch an, aber ich hatte vor ein paar Tagen so einen Traum. Ach, ihr auch. Ihr auch? Ich träume immer. Ja, aber nicht ein normaler Traum. Es fühlte sich schon anders an. Oh nein, nicht schon wieder so ein Feuchter. Nee, die habe ich regelmäßig. Aber ja, es hört sich jetzt wirklich bescheuert an. Aber am Ende dieses Traums hatte ich diese Münze in der Hand. Ja, ihr seht, er hat eine Silbermünze. Wer näher kommt, sieht, dass es keine Prägung von Alvanar ist und auch keine Umbraländer. Weil Umbraländer, da ist ein Loch in der Mitte. Die Alvanar ist eher mit, also nicht wirklich rund, so 16-eckig. Und das ist eine komplett runde Münze, die allerdings nicht sehr sauber geprägt ist. Und Aaron und Mycroft wissen auf jeden Fall, dass das aus Lord Bellum ist, von der Küste. Hm. Ihr denn zuletzt in Lord Bellum? Herr Scharfsinn, Sie sollten dringend aufhören, im Schlaf Dinge zu klauen. Ich bin einfach aufgewacht und im Traum... ihr kennt auch noch Vio. Ah, Vio. Ja. Ich träume öfter von ihr, aber in dem Fall, hat sie uns eingeladen. In deinem Traum hat sie uns eingeladen, um was zu tun? Ein weiterer Splitter ist in der Nähe von Everamber gefallen und Vio möchte uns dort treffen. Also laut meinem Traum, der sich aber irgendwie real angefühlt hat. Und am Ende hatte ich diese Münze in der Hand. Hatte sie was an? Deswegen sage ich ja, der hat sich real angefühlt. Also nein. Nicht wie die anderen Träume, die ich habe. Leute, dann glaube ich, wenn sie nichts anhatte, dann ist es eindeutig ein Traum von Xeroth, dem wir jetzt vertrauen können. Ich kenne ihn genug, ich habe genug neben ihm geschlafen, ich weiß, was in seiner Hose passiert, wenn er schläft. Moment. Wir hatten doch ohnehin schon einen Hinweis, dass sich einer der Steine in Ever befinden könnte. Das bestärkt uns doch nur, dass wir vielleicht dorthin gehen sollten. Naja, ich sag's mal so, wenn Vio uns wirklich dahin eingeladen hat, und ich habe keine Ahnung, ob das real ist oder nicht, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie dort alleine ist und vielleicht in Schwierigkeiten steckt, würde ich gerne ihr helfen. Meint ihr mit Schwierigkeiten wie, ich habe meine Zeche nicht bezahlt und muss in den Schuldturm, oder Schwierigkeiten wie, und dann mache ich eine ausladende Geste um das Herrenhaus, wie ein wahnsinniger Werwolf-jagender Vater versucht, die Toten wieder zu beleben? Schätzungsweise irgendwas dazwischen. Ich fände Letzteres ganz gut. Ihr kennt mich und auch Vio kann das ein oder andere Mal in Situationen hineingeraten, in die sie vielleicht nicht hineingeraten wollte. Und
Ich würde sie ungern dort allein lassen. Aber haben wir irgendeinen anderen Anhaltspunkt? Denn wenn nicht, können wir ja einfach, sollten wir vielleicht uns in die Richtung mal auf den Weg machen. Also, gebe es nur ungern zu, aber ich glaube an der Stelle, was der Ziegenjunge sagt. Aber erzählt ihr doch mal von eurem Traum. Ich habe gesehen, was ihr geträumt habt. Ich habe geträumt, was ihr gesehen habt. Ich hatte denselben Traum. Sind das drei unterschiedliche Möglichkeiten oder sind das drei? Ich bin für A. Ich glaube, A ist es, ja. Ja, doch. Moment, aber sehr magisch vor, das letzte Mal, als ihr gekämpft habt. Also ich habe zwei Fragen. Erstens, warum sagen wir eigentlich ihr gerade zueinander? Das haben wir noch nie gemacht vorher. Keine Ahnung. Weil du in einem Herrenhaus bist und plötzlich denkst, du wärst. Und zweitens, aber dann weißt du doch, dass das stimmte, was ich gerade gesagt habe. Ich habe dir gerade zugestimmt. Ach so, ich dachte, weil ich argumentativ so schlagkräftig war. Ja, stimmt. Deine Argumentationsfähigkeit hat mich schon häufig überzeugt. Ich würde hoffen, dass mehr Leute eure Träume miterleben, wenn das so weit, wenn ihr euch auf eure Argumentation verlassen wollt. Und Xeros, dir kommt dann durch die Aussage von Gargok, die gerade von den anderen beiden so war, ihr habt einen Traum gesehen, kommt dann natürlich auch der Gedanke, dann hat sie ja auch nicht nur Vio gesehen. Ja. Aber, Ja, nur das ist ne, nicht unbedingt was, was ich jetzt an der Stelle mit ist, dir besprechen ist klar, aber dir ist gerade bewusst, vielleicht mit einem längeren Blick auf Gargaok, ja, dass da noch mehr gesehen wurde eventuell. Ich habe noch eine kurze Frage an Minecraft, wenn wir schon hier sind. Wir haben ja vorhin, ist ja noch nicht so lange her, einen verrückten Wissenschaftler im Keller bei seiner Arbeit gestört. Ne? Ja. Und wie ihr alle mitbekommen habt, ist der Mann, dieser völlig Wahnsinnige, dessen Arbeit ich ganz bestimmt nicht, niemals begutachten möchte, abgehauen. Zwei Sachen. Nummer eins, darf ich kurz in den Keller? Ich hab da was verloren. Genau da, wo wir den Typen getroffen haben. Nummer zwei, wer war der Kerl und wo ist er hin? Kannst du das irgendwie rausfinden? Weiß kannst genau du da jemanden so wenig fragen? Wie ihr, wer der Mann war. Und ich siehst du auch schon. Den aber Magier, ich habe den Magier immer geirrt, weil ich spreche ihn noch nicht mal mit seinem Namen an. Das ist wahr. Aber wäre es nicht im Interesse der Grafschaft hier vielleicht rauszufinden, wo der hin ist? Oder ein verrückter, leichenerschaffender Wissenschaftler sollte man ja nicht unbeaufsichtigt lassen. Also lass mich mal mit unbeaufsichtigt in den Keller. Ich glaube, dass Lucille mehr als in der Lage sein wird, sich darum zu kümmern, aber wir können sie gern fragen. Also, und da kommen wir gleich zum nächsten hier, Herr Zauberer. Meine Schwester hat die Maschine zerlegt, die was? Da unten stand. Ja, aber kann ich wenigstens die Einzelteile sehen? Ich meine, der Mann hat stümperhaft gearbeitet, das habe ich schon rausgefunden. Aber trotzdem muss ich da einmal drüber gucken. Also ich persönlich glaube ja... Machen wir es der Form gerecht, fragt die Gräfin. Ich persönlich glaube ja, wenn ihr, also ihr im Sinne von ihr Umbra-Länder vorhabt, den Typen wiederzufinden, wäre es vielleicht gar nicht so dumm, Ehren drauf anzusetzen. Der würde wahrscheinlich da hinterher sein, wie ein Hund, der eine Pferde gerochen hat. Und dafür muss ich einmal ganz kurz noch in die Familienkrypta. Abgelehnt. Ohne meine Schwester zu fragen. Ich habe eine Liste geschrieben. Das sind die Dinge, die ich brauche. Ja, ja. Oberschenkel deiner Großmutter. Wenn ihr eine Liste habt, dann gebt mir die doch bitte einfach gerne. Dann schreibe ich euch alle Dinge, die möglich sind. Kann okay. Ich ja dann einkreisen. Und ich gebe dir wirklich eine Liste. Da stehen sehr, sehr viele abstrakte Dinge drauf. Das Auge von dem einen Cellmate. Ja. Alle Zähne von Xeroth. Moment. Die kann ich euch besorgen. Hat er eine Rückseite? Es ist natürlich beidseitig beschriftet und zwischen den Zeilen stehen auch noch Sachen. Gut, dann nehme ich diese Liste einfach etwas verdattert an mich. Okay, aber ich würde tatsächlich zur Gräfin gehen, nach unten oder was auch immer, und würde sie nach dem Wissenschaftler fragen. Ich folge ihm, ich möchte auch zur Gräfin. In meinem Interesse.
Ich möchte einfach nur facepalmen. Ich nicht so stark. Auch. Du hast gute Körperkraft. Ich werde dann auch wieder Richtung Lucille, denn hier oben ist ja jetzt nichts mehr. Alles klar, dann ziehe ich euch mal zusammen, dass ich euch kopieren kann. Ich will nicht kopiert werden. Ich bin einzigartig. Ich möchte nicht kopiert werden. Kopieren. Also warum seid ihr jetzt so, hä? Minecraft, also jetzt mal kurz off-topic. Ja. Minecraft irrt doch sowieso die meisten, fast alle von euch. Ich ihr alles. Ich aber bin immer noch? Ja. Ich bin in der Grafschaft. Ich weiß nicht, wie man hier spricht. Wir haben aber manchmal auch gesiezt. Euch habe ich eigentlich immer geduzt bis gerade. Also ich sage manchmal Gaga-Ochs Namen, aber ganz selten. Ja, mein Name ist auch. Du warst zwischenzeitlich mal Hugo Heimlich. Also von daher brauchen wir jetzt hier nicht anfangen mit Sie oder Herr. Aber was ist denn üblich in Rouvea? Also siezt man oder irrt man, wenn man die höfliche Anrede nutzen möchte? Ihr ist schon Plural, ist Majestat, das ist schon okay, ja. Okay. Minecraft ist doch außerdem adlig erzogen. Der irrt natürlich schon ein paar mehr Leute, würde ich mal annehmen. Wie schon gesagt, und ich habe keine Ahnung, wie man hier spricht. Ey, du. Du, ihr, sie, es. Ihr kommt wieder ins Erdgeschoss, überquert den Hof sozusagen. Aaron, du hörst Mary in deinem Kopf. Soll ich mitkommen? Du sollst immer mitkommen, Mary. Oh, wenn ich dir nicht anders befehle, sollst du immer neben mir stehen. Hauptsächlich, um möglicherweise herannahende Pfeile abzuwehren. Erstmal. Das kann ich. Siehste. Und dann hört ihr schon ausgelassene Stimmung aus der Messe der Gardisten, aus dem Speisesaal. Ihr seht einen euch Platz machen. Und da seht ihr die Bande, die für Ablenkung gesorgt hat. Die Leute um Leppus, Iliane, Sotgotha, Grog, Levin. Lucille ist auch dabei ist wohl gerade im Zwiegespräch mit Leppus. Und wer wollte mit wem reden? Ich würde gerne mit der Gräfin reden. Ja, ich auch. Genau. Okay, alles klar. Aber Ehren darf zuerst. Ehren darf zuerst. Okay. Sehr gut. Ich will was trinken. Ich setze mich auch da mal an den Tisch und behalte den Herrn Scharfsinn im Auge. Alles klar. Liebe Frau, wie darf ich Sie denn jetzt nennen? Gräfin, Werwolf, Herr Hund, Tindin, Meister Hauser. Einfach ja. Lustig. Lucille. Ich kann mich daran noch nicht gewöhnen und noch ist es auch nicht offiziell. Ich muss schauen, wie ich das nach außen trage. Dementsprechend erstmal in diesen Räumlichkeiten, Lucille. Sehr gerne. Ich habe hier einen Haufen Aufzeichnungen, die ich in den letzten Stunden angefertigt habe. Oh, ich habe auch noch etwas für Sie. Das wäre natürlich super. Hoffentlich kein Gefängnis. Zu Ihrem Bruder. Nein, wieso sollte... Wieso sollte... Was? Oh. Nichts? Was? Verstehe. Und sie überreicht dir aus ihrem Seitenbeutel zwei Schriftrollen. Steht dann da drauf? In der einen steht Entzaubern und in der anderen steht Wasseratmung. Mm. Und darunter die arkanen Runen dieser Zauber, die du lesen kannst. Und du als gelehrter Magier weißt, mit der richtigen Tinte kannst du die in dein Zauberbuch übertragen. Mm. Aber man kann sie auch frei von der Schriftrolle zaubern, aber dann ist die Schriftrolle weg. Also entweder einmal oder übertragen und als zusätzliche Zauber gelernt haben. Dann werde ich das doch später mal übertragen. Schon mal sehr, sehr vielen Dank, liebe Gräfin Lucille. Ja. Das ist sehr toll. Mhm. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ja. Verrückte Wissenschaftler. Außer meinerseits. Oh, wir hatten in dem Keller die anderen würden sagen, eine unangenehme Erfahrung. Ich würde widersprechen. Mit einem Herren, würde ich ihn jetzt mal nennen, mit Brille und weißem Anzug. Ich musste gegen meinen toten Bruder kämpfen. Natürlich war das eine unangenehme Erfahrung. Richtig. Habe ich ja auch ein, zwei Mal reingestochen. So. Trotzdem, dieser Mann ist anschließend abgehauen. Es ist natürlich nicht gut, wenn der hier im Umbraland herumstromert und eventuell Leichen, die auf der Straße liegen. Hier gibt's ich sehr, habe sehr, schon viele zwei Wachen hinterhergeschickt. Ja. Sehr gut. Meine Frage, wer war das? Wo ist er hin? Und wann kann ich die Maschine sehen? Die Maschine habe ich zerstört, aber ihr könnt euch die Reste natürlich anschauen. Ich nehme an, ihr versteht da mehr als ich.
Es war Dr. Viktor Eckstein aus Aschenburg. Das liegt oben in Vandarion. Und das weiß ich auch nur, weil ich den Briefverkehr meines Vaters gefunden habe. Und wo ist er hin? Er hat anscheinend einen weiteren Geheimgang, der nicht in die Küche, den wir genutzt hat, sondern aus dem Keller hinaus führt, benutzt. Und dort habe ich zwei meiner Wachleute, jetzt meine Wachleute, hinterhergeschickt. Nur zwei. Es ist ein verrückter Wissenschaftler, der nicht kämpfen konnte, außer seine Maschine einen Hebel ziehen. Ja, nur zwei. Sie kennen sich nicht genug aus mit verrückten Wissenschaftlern. Da muss man immer mindestens fünf mitschicken. Aber gut, sie sind ja noch frische Gräfin, Junggräfin, wenn man es so nimmt, auch wenn sie nicht mehr ganz so jung sind. Aber das ist ja alles nicht so wichtig. Alle Infos zu diesem Mann, können Sie mir das bitte direkt weiterleiten? Sollten Sie ihn finden, sollten Sie Spuren von ihm auffinden oder ähnliches? Sie finden mich jederzeit überall im ganzen Land unter dieser Adresse. Und ich gebe ja wieder meine Visitenkarte. Sie blickt wieder zu Mycroft. Du bist dir sicher? Wenn du etwas rausfindest. Oh, das meine ich. Ich meine, dass du weiterhin auf Reisen mit diesem da. Frag lieber nicht noch ein zweites Mal. Warum sprechen alle über Mary Sue? Gut. Verstehe das nicht. Ich werde mich zum Melden wissen, wenn wir... Warum wollt ihr mit diesem Eckstein? Was habt ihr mit ihm zu tun? Geschäftliche Sinne. Er hat unter anderem den gleichen Geschäftszweigen wie ich gefischt. Und dementsprechend möchte ich natürlich meine Konkurrenz so nah wie möglich halten. Sie kennen das ja. Also hättet ihr jetzt gesagt, Konkurrenz ausschalten, hätte ich mit Lieben genickt, aber so nah wie möglich halten, einem Mann, der sich an dem Kadaver meines Bruders... Ich guck einmal zu Mary so rüber, weil ich weiß, dass mindestens eine Großmutter in ihm drin ist. Schrecklich. Zwei Daumen hoch, aber zwei linke Daumen. Machst du gut. Ich finde, du hast dich zwischenmenschlich mittlerweile echt entwickelt. Ich weiß. Also melden Sie sich bei mir. Und wo sind jetzt genau die Teile von dem verrückten Wissenschaftler, von dem Herr Eckstein? Im Keller unten, wo wir gekämpft haben. Er schwindet einfach in den Keller, Zauber. Bin dann mal wieder weg, ne? Und gehe Richtung Keller. Gut. Ich würde gern Person bezaubern wirken auf Lucille. Person bezaubern, dass du Vorteil bekommst. Du haust direkt einen Zauber raus. Ja, natürlich. Frisch ausgeruht. Du hast einen Rettungswurf. Du hast einen Wisdom Saving Throw. Ja. Saving Throw. Ich stelle mich so ganz locker neben sie. Boah, Lucille. Was wir beide jetzt schon alles erlebt haben, oder? Ja, sie blickt kurz zu dir. Achso, Logger neben ihr stehst du. Da, wo eben noch der verrückte Nekromantenwissenschaftler steht jetzt Herr Scharfsinn. Was wir alles erlebt haben, da haben wir uns doch eine kleine Auszeit verdient, oder? Findet ihr nicht auch? Auszeit kann Frau ich Gräfin? Überhaupt nicht denken, immer noch nicht. Gräfin, Lucille reicht völlig und genau das, was ihr zuletzt gesagt habt, fordert sehr viel Arbeit. Ich muss mich jetzt um diese Stadt und um diese Baronie kümmern, um diese Grafschaft. Ich bin schnell. Okay, jetzt ist Mycroft an der Stelle und facepalmt. Das ist, wenn ich euch richtig verstehe, nicht gerade etwas, mit dem man sich brüsten sollte, oder? Ich bin in beiden Richtungen schnell. Okay, das hört sich falsch an. Richtungen. Also sie hat es wird nicht lange dauern, bis ihr euch entspannt. Es wird nicht lange dauern. Das ist auch nicht. Wieder ein Blick zu Minecraft. Du bist dir wirklich sicher, dir zu viel wird. Meine Güte. Sie hat eine 17 als Rettungswurf geschafft. Okay. So. Komisch, weil ich so argumentativ gut am Start war, dass das nicht geklappt hat. Herr Scharfsinn, seid weiterhin noch Gast und Die Frau muss Nerven wie Drahtseile haben.
Sie will nicht direkt die Nerven verlieren am ersten Tag vor ihren Untergebenen. Aber du siehst so ein paar, also die Tabaxi hinten postet ihr zu, Leppus lacht, also das haben ja alle mitbekommen. Und die aus der super. Erfolgreich. Ich lieb's, wenn ich Körbe kriege, vor allem. Und dann seht ihr jemanden hineinstürmen, die ebenfalls in der Bar war, Ides, die Kartenleserin, die diese Tarotkarten gelegt hat, die Teil von Leppus' ehemaligen Zirkus war. Und stimmt rein und ist Goldzahn hier? Ein paar zeigen auf ihn. Hey, kommt her, nehmt euch einen Krug, wir sind eingeladen von der Gräfin von Vorschnappenmond, weil wir ein bisschen stunken. Goldzahn, sie greifen den Narbenkrug an. Wer greift den Narbenkrug an? Sie sind in der gesamten Aschenstadt. Hast du geglaubt, nur weil du jetzt hier ein bisschen Ablenkung machst, sind diese ganzen Untoten, die über die letzten Tage hinweg durch die Stadt strömen, jetzt tot? Ja, das habe ich eigentlich gedacht. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Er schaut tatsächlich zu Aaron. Wie funktioniert denn das normalerweise? Naja, also es dauert mindestens schon einen Tag, bis sie tot umfallen. Also, ihr versteht, was ich meine. Also tot. Das zweite Tod. Also wenn man sie nochmal aufhebt, dann sind sie das dritte Mal tot, aber danach ist meistens da vorbei. Sie sind im gesamten Viertel. Ich hab dir es gestern gesagt, als ich in die Karten geschaut habe. Wir müssen sofort los! In der Tat, dringt aus, Rock! Nimm das mit auf den Weg. Gunther, Levin, ich kann auf euch zählen. Janik, sehr, los. Sie greifen meinen Narbenkrug an. Danke noch auf eine der Wachen. Verschwinden sofort in den Narbenkrug und nimm meine Utensilien mit. Moment hier. Mal, Augenblick, du bist doch gar nicht da, du bist doch im Keller. Nee, ich bin ja noch nicht raus, das ist ja, ich bin ja keine zwei Sekunden, nachdem das passiert ist. Das war das ganze Xerox-Gespräch. So schnell wie ich sag doch, ich bin schnell. Okay, wir sagen, Außerdem höre ich das Wort Zombie durch drei Räume durch. Du wolltest gerade in den Keller, da hast du diese Frau mit den violetten Haaren an dir vorbeilaufen sehen und dann hast du gelauscht. Richtig. Wunderbar. Mycroft, du wolltest was an die Wachen geben. Ja, die eine Wache, die da an der nördlichen Tür steht, holt die Gräfin, die soll der Aschenwache Bescheid geben. Jawohl, Herr Bruder der Herrin. Es ist so kompliziert. Geht einfach los. Ja, natürlich. Ja. Gut. Wir teilen uns auf. Ein paar brauche ich oben im Viertel. Wir müssen das gesamte Viertel säubern. Kein lebender toter Lebender, wie heißt das, darf da noch irgendwie rumwanken. Ich hatte gedacht, das erledigt sich, wenn irgendwie die Urheberin ist. Ja, auch egal. Hopp, hopp, hopp. Wir retten die Wirtschaft. Ja, und dann stürmt der Post auch schon vor. Platzt aus Minecraft raus. Nein? Let's go. Zieh eine Axt. Oder zwei oder drei. Gut, dann ziehe ich jetzt mal ein neues Schwert. Detailverliebten Menschen wird auffallen, dass Mycroft ein neues Schwert hat. Ja. Oh ja. Yeah. Xerot, bist du auch dabei? Ich bin Xerot, ich bin auch dabei. Ja, ich bin froh, da rauszukommen. Sehr schön. Es hat mein Ego schon sehr angekratzt gerade. Ich geh zu Xerot dann so, wenn du lang niemand mehr hast, ich kann Mary auch Booster verpassen. Ich melde mich dann. Sag einfach Bescheid, ich habe noch ein paar auf Lager. Moment, ich muss. Ihr könnt noch ein bisschen über Morris Proust reden. Ich hab's genau gehört. Du hast alles gut. Das war alles ja der gut. Hauptgrund, warum ich zu Rio wollte. Wegen der Brüste. Ja, mir doch egal, was mit einem Stein ist, der irgendwo vom Himmel gefallen ist. Wunderbar, lieber Chat. Zwei Dinge. Zum einen habe ich für euch einen kleinen Straw-Poll vorbereitet. Ui. Den die Spielerinnen und Spieler bitte nicht anklicken, um sich nicht die Überraschung zu verdienen. Oh, ja, das ist Straw-Poll. Hey, ich will mit abstimmen. Nein, das ist nur für den Chat, lieber Chat. Haut rein, jeder eine Stimme.
Und bitte nicht spoilern den Poll, sondern gebt eure Stimme ab und erfreut euch am Ergebnis. Dann bereiten wir mal den Sturm auf den Narbengrub vor. Ihr lauft bewaffnet und einigermaßen ausgeruht in Richtung Stadt von dem Wandergast Manor hinab durch Waltonup Moat, den Teil der Stadt, den ihr selbst noch nicht gesehen habt, von einem größeren Stadtmauer umgeben, zurück in die Aschestadt. Hier ist eigentlich alles relativ sauber und ordentlich. Und ihr seht hübsche kleine Giebelhäuschen mit karmesinroten Dachschindeln. Also es ging der Grafschaft gar nicht so schlecht von sich aus, aber es ist nicht dem ehemaligen Herrn zu verdanken. Trotzdem erleichtert sich das ein bisschen, dass du siehst, dass deine Heimat nicht gänzlich vor die Hunde gegangen ist. Allerdings sind jetzt marodierende Untote immer noch, jedenfalls die Reste, unterwegs. Und Aaron, selbst wenn dein Geist gerade durchspielt, wie du das alles nutzen kannst, kannst du dir durch dein nekromantisches Wissen, mach mal eine arkane Kunde bitte. Eine arkane Kunde. Ja. Kann 6, okay, Moment. 29. Jo. Da war die 20, ich habe die 20 gesehen. 3 plus 6 sind 8. Okay. Dann kannst du es nicht ganz zurückverfolgen, aber du hättest du jetzt, überlegst gerade, ich hätte mir die Maschine unten anschauen sollen. Du weißt, da war ja nicht nur Nekromantie, sondern es war ja auch Blutmagie mit drin. Und irgendwie scheinen diese Zombifizierten oder diese Wiederbelebten dann nicht zu zerfallen, wenn der Nekromant oder beziehungsweise derjenige, der sie mit Magie zurückgeholt hat, gestorben ist oder diese Maschine ausgenockt hat, sondern dieses Blut scheint irgendwie das Ganze noch zu konservieren. Das sind haltbare Zombies im gewissen Sinne. Und das ist so der Gedanke, der dich gerade noch mehr laufen lässt. Ihr seht, Aaron, der Unsportliche, läuft gerade ziemlich eilig. Währenddessen in mein Notizbuch schreiben. Oh ja, genau das noch. Das sind Ideen. Daraus kann man so viele Dinge machen. Oh mein Gott. Und ihr erreicht irgendwann das Stadttor zur Aschenstadt und das Viertel, was ihr bereits kennt, den kleinen Marktplatz, wo ihr den Schmied verärgert habt und keiner Nova besucht hat. Das kann man so nicht sagen. Ja, also Anja hat ein bisschen ans Bein gepisst, das ist ja nicht gleich wäre. Und mittlerweile bricht dann auch das Ende des Tages herein und ihr seht vorm bekannten Narbenkrug eine Gestalt stehen, die allerdings nicht mehr ganz lebendig seid. Zur Orientierung, ihr seid unten rechts in der kleinen Ecke gerade angekommen. Ja, da unten, genau. Und dort steht am Eingang des Narbenkrugs eine Gestalt, die zwar wankt wie ein Betrunkener, aber garantiert nicht Gast dieses Etablissements war, denn seine rechte Gesichtshälfte fehlt komplett und der linke Unterarm ebenfalls. Herr Ehren, kann Mary Zeig vielleicht gegrüßt. Mit dem reden? Sei gegrüßt, werter Herr. Wie geht es Ihnen denn heute so, an diesem fantastischen Tag? Waren Sie im Narbenkrug ansässig? Gargok, was tust du? Ich will ihn zerhacken, ja, während Aaron noch mit ihm spricht. Ja, ja. Nach seid gegrüßt blitzt schon die Axt auf, dann mach mal einen Angriff. Ich habe eine 20 gewürfelt. Wow, okay, die sollte man sich für die Großen. Das ist, nach seid gegrüßt siehst du, dass Aaron, anscheinend will er antworten und dann siehst du seinen Kopf ohne Holy eine Antwort wegfliegen und die Axt landet mit so einer Wucht in dem Holz vom Gebälk vom Narbengrug, dass du sie wieder rausziehen musst. Und bevor sie rausziehst, fällt der Rest des Untoten zu Boden und zerbröselt auf den Pflasterstein. Sauber. Warum haben sie gerade diesen braven Mann erschlagen? Sind wir nicht hier, um Untote zu töten? Ach, der war untot? Vergesst euch nicht. Bin ich gut mit Menschenkenntnis, ihr kennt das. Ja. Aaron, du spürst die linke Hand und dann die andere linke Hand von Mary auf deiner Schulter. Schütz mich vor ihr. Keine Sorge, Mary, bleib hinter mir, geht's dir gut.
alles gut. Bleib in der Nähe. Komm. Soll ich da mit rein? Ich meine nicht, dass sie mich verwechselt oder sowas. Bleib hinter mir. Ich glaube, sie macht das mit Absicht. Ich glaube auch. Sie mag Untote nicht. Ich glaube, sie hat was gegen uns. Ich verstehe auch nicht, was da los ist. Ich bleib hinter dir, okay? Bleib hinter mir. Okay.